Wisst ihr, was das ist? Meine Bücherkiste, besser gesagt mein Bücherkorb. Da sind so die Sachen drin, die ich demnächst lesen möchte. Ist nicht identisch mit meinem Sub, sondern einfach so eine Vorauswahl aus meinem Sub. Und ich werde natürlich einiges davon jetzt mitnehmen und in meinen Koffer packen, denn wir fahren in den Urlaub. Ich will euch nur kurz zeigen, was genau ich mitnehmen werde. Nummer 1. Ein ziemlicher Wälzer oder auch ein Backstein von Suqin Liu, die drei Sonnen. Ich habe bereits angefangen damit, aber ich werde es wohl bis zu unserer Abreise nicht mehr schaffen, deswegen muss es mit. Wir fahren Gott sei Dank mit dem Auto, deswegen ist es egal, wie viel Zeug wir einpacken. Das nächste Buch, was ich mitnehmen möchte, ist Auslöschung von Jeff Vandermeer. Ebenfalls ein Science-Fiction-Thriller. Ja, genau. Spannung auf nur wenigen Seiten, das gefällt mir. Nummer 3. Wieder ein Backstein. Das sternenlose Meer von Aaron Morgenstern. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein actionreiches Science-Fiction-Drama, sondern etwas atmosphärisch Ruhiges. Und darauf freue ich mich genauso. Soll ich noch eins mitnehmen? Wir sind eigentlich nur 8 Tage weg. Ja, vorsichtshalber. Nehme ich das. Im Urlaub lese ich tatsächlich gerne spannende, actionreiche Sachen. Und dieses hier scheint sowas zu sein. Preston und Child, Old Bones, Tote lügen nie. Das ist ein Spin-off zu der Pendergast-Reihe, nehme ich an. Denn hier spielen 2 Personen mit, die in den Pendergast-Reihen ziemlich zuverlässig vorkommen. Ich glaube, das reicht erstmal für 8 Tage Urlaub. Das ist doch einiges an Seiten. Und wir wollen ja auch noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel shoppen. Und in Buchläden zum Beispiel. Lasst euch überraschen, ich habe auf jeden Fall vor, euch auch ein paar Eindrücke aus meinem Urlaub mitzubringen. Natürlich alles in irgendeiner Weise lesebezogen. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.